Die Entscheidung der Bundesregierung, die Subventionen für den Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung zu streichen, stößt bei Landwirten auf Unverständnis. Zahlreiche Protestaktionen sind diese Woche angelaufen. In Berlin versammelten sich laut Aussagen des Bauernverbandes knapp 10.000 Personen mit etwa 3.000 Treckern. Auch in Unterfranken kam es zu zahlreichen Protesten. In Hammelburg trafen am Abend etwa 200 Landwirte mit ihren Traktoren zusammen, um am Wahlkreisbüro der grünen Bundestagsabgeordneten Manuela Rottmann Steine abzulegen. Diese sollten die Steine, die der Landwirtschaft von der Regierung in den Weg gelegt werden, symbolisieren. Rottmann sprach im Anschluss von Bedrohung und Einschüchterungsversuchen. Laut Polizei sei es hingegen zu keinerlei Störungen oder strafrechtlich relevanten Aktionen gekommen. Einer der Mitorganisatoren der regionalen Proteste ist der Landwirt Thomas Wolf, der gemeinsam mit seiner Frau Irmgard und Tochter Franzi seinen Eusenheimer Betrieb im Landkreis Main-Spessart leitet. Im Grunde genommen geht es darum, dass wir schon seit Jahren zu kämpfen haben mit den, ich nenne es mal, die Gängelungen der Politik, Auflagen und so weiter. Und der neueste, nachdem der Haushaltsplan nicht zustande gekommen ist, werden jetzt Kürzungen vorgenommen im Agrarsektor, die einfach das Fass zum Überlaufen bringen. Die Streichung der Agrardieselvergütung und die Befreiung der Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Maschinen, das kostet uns Betrieben dermaßen viel Geld. Und vor allen Dingen die Befreiung der Kfz-Steuer, das kommt den Betrieben richtig teuer zu stehen. Und damit haben wir einfach zu kämpfen in einer Situation, wo wir sowieso schon mit dem Rücken zur Wand stehen. Nun solche Belastungen noch tragen zu müssen, das ist eigentlich für mich unverantwortlich und es gefährdet auch unsere Betriebe für die Zukunft. Gut, also bei uns, für unseren Betrieb, wir sind ja nur eigentlich nur ein kleinerer, mittlerer Betrieb, sage ich jetzt mal, reden wir auf jeden Fall über einen schönen fünfstelligen Betrag. Und je nachdem, wie hoch der Gewinn ist, kann das durchaus schon bis zu 10% des Gewinnes kosten. Ja nun, wir wollten eigentlich die Möglichkeit schaffen für Betriebe, die jetzt nicht nach Berlin konnten zur Demonstration. Viele Betriebe sind ja gebunden durch Viehhaltung, Stallarbeiten und so weiter. Die haben nicht die Möglichkeit, einfach nach Berlin zum Demonstrieren zu fahren. Und wir wollten regional die Möglichkeit schaffen, damit die Betriebe auch hier ihren Unmut kundtun können. Und darum haben wir gesagt, machen wir hier irgendwo, in dem Fall in Hammelburg, wo übrigens auch das Büro der Staatssekretärin Manuela Rottmann sich befindet. Und darum haben wir gesagt, gehen wir nach Hammelburg und versammeln uns da und tragen auch so mit unsere Botschaft nach Berlin. Also ich möchte den landwirtschaftlichen Betrieb übernehmen, weil einfach das ist ein grüner Beruf, der mir super viel Spaß macht, mit Tieren zu arbeiten, mit Pflanzen, jeden Monat eigentlich zu sehen, wie alles wächst und alles grünt. Und mir macht der Beruf super viel Spaß, weil ich mache auch was für andere Menschen, vor allem für die Region, weil ich für Deutschland oder für die Region Dinge anbaue, die sie dann als Ernährung, also auch ein Stück weit für die Ernährungssicherheit zu sorgen. Und das ist einfach ein Beruf, der mir enorm viel Spaß macht. Aber ja, jetzt durch die ganzen neuen Regelungen, ich finde, wir werden immer mehr gedrückt und immer mehr gepiesackt. Ja, das finde ich nicht in Ordnung. Also ich sehe mich persönlich gefährdet, weil wir immer mehr steigende Kosten haben und wir können das in Zukunft einfach nicht mehr kompensieren. Wir können das nicht mehr rausholen. Wir haben schon mittlerweile in Deutschland Probleme in der EU zu konkurrieren und weltweit haben wir dann noch mehr Probleme. Ich finde auch, das ist eine Entscheidung von der Regierung, die ist nicht in Ordnung. Ich finde, es ist eine Diskreditierung von Landwirten und Landwirtinnen und ich finde, wir werden da fehlt einfach komplett die Wertschätzung. Das ist einfach nicht in Ordnung, finde ich. Und ja, ich glaube, dadurch wird es auch einfach viel Höfe, ein großes Höfesterben geben. Wie diese Regierung kam, wie auch der Cem Özdemir kam, als Agrarminister oder als Landwirtschaftsminister, hatte ich sogar ein bisschen Hoffnung, dass er zumindest ein paar Sachen zu unseren Guten, sage ich jetzt mal, umsetzt. Zum Beispiel die Herkunftsdeklaration oder die Herkunftssicherung, dass das mal deklariert wird, wo die Waren überhaupt herkommen. Und noch nicht mal das hat er geschafft. Eigentlich Ergebnisse kann er überhaupt keine vorweisen. Also ich bin sowas von enttäuscht. Und von diesem Agrarminister, also ja, ich kann es eigentlich mit Worten gar nicht beschreiben, weil er hat wirklich nichts, aber auch überhaupt nichts umgesetzt. Geplant
ist eigentlich noch nichts. Man hat natürlich ein bisschen was im Hinterkopf, welche Möglichkeiten man hätte, aber das ist noch verfrüht. Wir wollen jetzt erstmal abwarten, wie die Politik reagiert. Die Abstimmung ist ja jetzt im Bundestag und das warten wir ab, was da passiert. Und dann wird es auch wieder Konsequenzen oder Handlungen geben, mit Sicherheit.